Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Heute machen wir Zucchini-Suppe. Ich brauche dazu zwei Zwiebeln, meine Knoblauchpaste, Salz, Pfeffer und Muskat. Ich habe mir schon Gemüse vorbereitet, eben mit Gemüsebrühe, die man eben einfach mit kochendem Wasser aufgießt. Dann habe ich noch einmal Sahne und einmal Creme Fraiche für später zum Abschmecken. Ich schwitze das Ganze normal im Öl an. Genau, ich habe jetzt meine Zucchinis, 5 Stück, wie man sieht. Ich habe schon leicht vorgewaschen, geschnitten noch nicht. Schneiden bei den Zucchinis, im Prinzip schneide ich nur oben den Strunk weg und hinten das bisschen. Schneide die ganz einfach klein in, sage ich mal, Würfeln. Und die Zwiebel schneide ich nur grob. Das Ganze schwenke ich dann in meinem Topf an, lösche das mit Weißwein ab. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, schneiden wir mal die Zucchini. Ich sage, das ist eine relativ schnelle und simple Suppe, wo man nicht viel dazu braucht. Müssen jetzt natürlich nicht wunderbar exakt geschnitten werden, wenn man es ja sowieso mixt dann später. Machen wir das mit den Zwiebeln auch noch kurz. Man könnte jetzt auch rein theoretisch weiße Zwiebeln nehmen. Für so eine Gemüsesuppe. Die sind ein bisschen süßer. Sind eher für die Suppen, aber ich finde die normalen Zwiebeln relativ gut. Die haben, finde ich, ein bisschen mehr Geschmack einfach. Ja, bei dir ist es eben auch relativ simpel gehalten. Einfach mal schnell klein schneiden. Schalte ich mir gleich mal meinen Topf ein, dass der mal heiß wird. Schmeiße ich zuerst die Zwiebeln rein, dann durch den Knoblauch dazu, dann die ganzen Zucchinis, dann lösche ich das Ganze mit Weißwein ab, würze das Ganze vorweg schon. War in der falschen Richtung. So. Geben wir ein bisschen Öl hinein. Eben da nochmal geschnitten. Kochlöffel brauche ich dann auch noch. Jetzt ist es schon heiß.
habe ich da mein Brett. Ich mal die Hälfte ein bisschen was drauf. Das kann man nehmen. Dann lege ich das alles dazu. Am besten mache ich dasselbe. Dann würze ich das Ganze schon mal mit Salz, mit Pfeffer, mit Muskat. So, das ist alle. Brauchen wir nicht drin. Mit Zwiebeln. Merkt man, dass sie unten schon ein bisschen was ansetzt. Dann kann man für den Geschmack gleich mit Weißwein ablöschen. Das Ganze lasse ich jetzt ein bisschen verkochen, den Weißwein. Dass der Alkohol eben weg ist. Dass nur noch der Geschmack da ist. Genau. Ziemlich eine einfache und relativ schnelle Suppe, da der Zucchini auch nicht lang braucht, bis er fertig geköchelt ist. Sprich, ich lasse das Ganze einfach nur so lange köcheln oder kochen dann, bis die Zucchini weich ist. Und das geht beim Zucchini relativ zügig, weil er so schon relativ weich ist. Und dann hat man eine schnelle und einfache und vor allem eine sehr leckere Suppe. Genau. So, jetzt lasse ich eben den Wein kurz mal kochen. Vom Gemüse vor habe ich jetzt knapp 600 Milliliter, die gebe ich da jetzt hinzu. Und die Sahne und die Creme Fraiche kommt dann eben nur noch zum Abschmecken dazu. Genau, und das Ganze lasse ich jetzt eben köcheln, ich sag mal ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde, dann dürfte es weich sein, wenn es kocht. Und dann wird es nur noch gemixt. Und abgeschmeckt. Und das zeige ich euch natürlich und bis gleich. So, das hat jetzt lang genug gekocht, die Zucchini-Suppe. Das Ganze werde ich jetzt pürieren und dann kommt eben noch Creme Fraiche und Sahne hinzu und dann schmecke ich das Ganze ab. So, jetzt ist es mal gut verrührt. Dann gebe ich noch einen Becher Sahne hinzu, wie gesagt. Und einen Becher Creme Fraiche. Warum Creme Fraiche? Weil ich finde, das Ganze wird etwas cremiger und etwas voller vom Geschmack her,
wenn die Creme fraiche mit drin ist. Ist auch super für jede möglichen Soßen und was weiß ich, das ist echt super. Dann mixe ich das Ganze ein. So. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch allen guten Appetit. So, und so schaut meine Suppe eben angerichtet aus. Ich habe mir da ein kleines schnelles Baguette dazu gemacht. Mache ich euch natürlich später mal wieder ein Video dazu. Aber ich dachte mir, so schaut es angerichtet eben besser aus. Und ich wünsche euch allen guten Appetit.